Hi, gestern haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie man mit absoluter Zeit Aufwand schätzen kann und wir haben drei Punkte kennengelernt, worauf man da achten sollte. Die Ausgangsfrage, mit der wir gestern geendet sind, war dann, was passiert, wenn man die Zeit fixiert, also wenn man die Schätzung tatsächlich als Plan nimmt. Und hier kommt das sogenannte magische Dreieck ins Spiel, mit dem werden wir uns heute beschäftigen und wir kommen am Ende noch auf das Teufelsquadrat zu sprechen. Das magische Dreieck ist, wie der Name schon sagt, ein Dreieck, hat drei Ecken. Und diese drei Ecken stehen für Zeit, Kosten und Umfang. Mit Zeit ist gemeint, wie viel Zeit für ein Projekt zur Verfügung steht, also sprich, wann das ganze Projekt fertig werden soll. Mit Kosten ist gemeint, wie teuer das Ganze ist, also sprich, das beeinflusst so Dinge wie, wie groß ist mein Team, also wie viele Entwicklerinnen und Entwickler kann ich mit einem gegebenen Budget sozusagen beschäftigen, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung, kann ich mir externe Unterstützung beispielsweise durch Freelancer holen und so weiter und so fort. Und der dritte Punkt, der Umfang, da geht es dann darum, worum geht es eigentlich inhaltlich, was sind die Ziele, die ich erreichen will und so weiter. Ich habe also Zeit, Kosten und Umfang. Und diese drei Faktoren, diese drei Ecken, die beeinflussen sich gegenseitig. Ich kann nicht eine dieser Ecken ändern, ohne die anderen anpassen zu müssen. Und das ist im Grunde genommen BWL erstes Semester. Ein einfaches Beispiel, wenn ich weniger Zeit zur Verfügung habe, weil sich der Plan geändert hat, weil früher released werden soll, dann muss ich in aller Regel den Umfang reduzieren, weil ich natürlich in weniger Zeit auch weniger umsetzen kann. Oder ich kann alternativ natürlich versuchen, das ganze Problem durch mehr Geld zu lösen. Ich kann das Team vergrößern. Das ist allerdings häufig ein Trugschluss. Da muss man sehr vorsichtig sein, denn auch ein Team zu vergrößern funktioniert nicht einfach so auf Fingerschnippen. Ich kann natürlich neue Entwicklerinnen und neue Entwickler sozusagen mit an Bord holen, aber bis die mal im Arbeitsablauf drin sind, bis die sich mal im Projekt auskennen, das braucht Zeit und es entsteht natürlich zusätzlicher Overhead. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat von Frederick Brooks aus dem Buch The Mythical Man Month. Frederick Brooks hat nämlich mal gesagt, adding manpower to a project that is already late makes it even later. Und das sollte man berücksichtigen. Insofern ist eigentlich die einzige Option, wenn ich weniger Zeit zur Verfügung habe, in der Regel den Umfang zu reduzieren. Das ist eigentlich erstmal total logisch. Das klingt so logisch, dass man eigentlich gar nicht drüber sprechen müsste, aber die Realität sieht so aus, dass das eigentlich ständig missachtet wird. Was nämlich in der Regel in der Realität passiert ist, dass alle drei Ecken dieses Dreiecks fixiert werden. Und wenn dann Probleme in der Entwicklung auftreten, weil sich Fehler, unerwartete Fehler eingeschlichen haben, weil man über gewisse Dinge nochmal drüber nachdenken muss, was man am Anfang einfach so nicht, was so nicht klar war, weil man vielleicht gewisse Entscheidungen nochmal revidiert, weil sich Anforderungen ändern und, dann hat man weniger Zeit zur Verfügung. Und wenn man jetzt aber die Ecken fixiert hat, hat man ein Problem, weil wie gerade gesagt, man müsste jetzt ja eigentlich den Umfang entsprechend reduzieren. Und wenn das aber dann nicht passiert, dann wird im Grunde genommen die Realität erstmal ignoriert und verkannt. Und das Schlimme dabei ist, dass ja erstmal auch alles gut zu sein scheint, weil man hat immer noch verhältnismäßig viel Zeit zur Verfügung und das Ende des Projekts ist noch in weiter Ferne und man denkt, wird schon alles gut gehen, aber man ist eigentlich schon zu spät dran. Und solche Dinge werden ja in der Regel nicht nur einmal passieren, sondern mehrfach und solche Dinge summieren sich dann auf. Und dann wird ganz plötzlich und ganz unerwartet am Ende die Zeit knapp. Und die typische Lösung, also Lösung in Anführungszeichen dafür, ist dann, zu sagen, ja, wir müssen halt jetzt schneller werden, wir müssen halt schneller entwickeln. Wir haben uns jetzt so viel Zeit gelassen, wir müssen jetzt in der Entwicklung mal Gas geben. Und wir haben ja am Montag, das war das Developers Daily Nummer 86, das verlinke ich euch nochmal in der Infocard, schon gesagt, dass es ja aber Softwareentwicklung heißt und nicht Softwareproduktion, weil Entwicklung eben was mit Kreativität zu tun hat, dass es eben kein produzierendes Gewerbe ist, sondern dass es eher einer Kunst entspricht. Und dass es eben keine Ingenieurswissenschaft im eigentlichen Sinne ist. Weil es geht bei Softwareentwicklung eben ganz viel um Problemanalyse und dann eben um Lösungsfindung. Dazu muss man Ideen haben. Und das kann man nicht durch Druck beschleunigen. Man kann an einem Fließband, wenn man Teile zusammenschraubt, kann man versuchen, das Tempo um 10% zu erhöhen und zu sagen, ihr müsst jetzt einfach schneller schrauben. Auch das hat natürlich Grenzen, auch das ist nicht schön, wenn das gemacht wird. Aber gerade was das Denken angeht, Menschen unter Druck denken nicht schneller. Das wird aber erstaunlicherweise allzu häufig geglaubt. Und
in Projekten, in denen so gearbeitet wird, wo dann zeitlicher Druck aufgebaut wird, wo gesagt wird, ja, jetzt macht einfach mal ein bisschen schneller. Die Entwicklerinnen und Entwickler müssen sich halt mehr Mühe geben. Das geht in der Regel genau nach hinten los. Und dadurch baut sich dann in diesem Dreieck, was aus Zeit, Kosten und Umfang besteht, da baut sich dann Druck auf. Und dieser Druck, das ist, ja, dieses Dreieck will eigentlich platzen. Und das sucht sich ein Ventil, dieser Druck. Weil aber alle Ecken fix sind, weil das Dreieck sozusagen seine Größe und seine Form nicht verändern kann, wird das Ganze immer schlimmer. Und am Ende, damit das Dreieck dann eben nicht platzt, damit dieser Druck irgendeinen Weg findet, zu entweichen, es wird ein Ausweg gesucht. Und diesen Ausweg findet man, das ist dann nämlich am Ende des Tages die Qualität. An der kann man nämlich wunderbar sparen, wenn alles andere fix ist. Denn wenn ich die gleiche Arbeit machen soll in kürzerer Zeit, dann mache ich sie eben nur halb so ordentlich. Damit bin ich natürlich schneller und damit ist das Problem zumindest vordergründig augenscheinlich erstmal wieder gelöst. Das Problem dabei ist aber, dass man damit eine Lose-Lose-Situation schafft, denn die Qualität stimmt ja am Ende nicht. Und das ist insofern eine Lose-Lose-Situation, als nicht nur die Kundin bzw. der Kunde nachher unzufrieden ist, was für sich genommen schon schlimm genug wäre, sondern man selbst hat auch für sich selbst ein Problem geschaffen. Man hat nämlich ein instabiles Fundament gebaut, quasi eine schlechte Ausgangsbasis für die Zukunft, auf der man unglaublich schlecht aufbauen kann. Wenn ich sozusagen beim Fundament schon schlampig arbeite, dann kann ich nicht erwarten, darauf noch einen Wolkenkratzer aufzubauen. Und um das sozusagen deutlicher zu machen, weil Qualität taucht eben in diesem magischen Dreieck nicht auf, genau dafür gibt es das Teufelsquadrat. Das ist quasi eine Erweiterung des magischen Dreiecks, wo es eben auch Zeit gibt, wo es Kosten gibt, aber wo der Punkt Umfang sozusagen nochmal gesplittet wird in Inhalt und Qualität. Und das ist dann eben genau die Ecke, die angepasst werden muss, wenn die anderen Dreiecken in diesem Quadrat fix sind. Und das ist dann genau das, was passiert, wenn man die Zeit fixiert, dass es nämlich zulasten der Qualität geht. Natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich gibt es Situationen, in denen es völlig legitim ist, dass die Zeit fix ist. Zum Beispiel, wenn ich einen Messetermin habe, wenn ich auf eine Konferenz hin etwas vorstellen möchte, dann ist natürlich dieser Termin gegeben. Und dann muss man eben sich überlegen, was nimmt man denn dann für Abstriche in Kauf? Und da bietet sich eben in der Regel an, Abstriche am Umfang vorzunehmen. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Und wenn eben zu diesem Zeitpunkt ein gewisser Umfang gezeigt werden soll, dann muss man Abstriche an der Qualität hinnehmen und darf dann nicht in die Falle tappen, dass man nachher sagt, ja, wir haben das jetzt ja alles schon, wir können darauf jetzt wunderbar aufbauen, weil man muss sich dann eben bewusst sein, dass das Ganze eben qualitativ minderwertige Arbeit in aller Regel ist und dass man gut beraten ist, diesen Proof of Concept nenne ich es ganz bewusst, den dann eben nochmal wegzuwerfen und nochmal ordentlich zu machen oder eine Menge Zeit zu investieren, um eben die Qualität wieder gerade zu ziehen. Und was es dabei zu beachten gibt, was passiert, wenn man der Qualität nicht genug Aufmerksamkeit widmet. Ich habe ja jetzt heute schon sehr darauf hingearbeitet zu sagen, Qualität ist wichtig. Was passiert, wenn man das nicht macht? Das gucken wir uns morgen an. Morgen geht es nämlich um sogenannten WTF-Code. Für heute möchte ich mich bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und denkt daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr von YouTube über neue Videos benachrichtigt werdet. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Donnerstagnachmittag. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und dann bis morgen. Ciao!